Die nächste Trainerin in dieser Arena. Alles klar. Ich bin eine zweite Gegnerin. Mach dir keine Sorgen darüber, wie es bisher gelaufen ist, sondern konzentriere dich voll auf unseren Kampf. Ich mach mir keine Sorgen. Lief bisher super. Arena-Trainer Juliana fordert dich heraus. Aha. Sonja Sternchen innen. Ja. Die Bezeichnungen sind jetzt hier wirklich. Ja. Er ist trotzdem Arena-Trainer. Und das haben wir doch gleich. Haben sie alle zwei Pokémon? Das erste Pokémon besiegen, dann kommt die Frage, dann das zweite Pokémon besiegen. Läuft das hier so? Oh, nein, das läuft so. Frage. Wie hieß der Arena-Trainer, gegen den du als erstes gekämpft hast? Mit A oder mit E? Ich würde E sagen. Ich bin mir nicht sicher, ich mache mal A. Leider nein. Der Arena-Trainer hieß Susanne. Ich bin mir nicht so gut im Namen merken. Das ist, tut mir echt leid. Ist das wichtig? Nach dem ersten Zug wird also die Frage gestellt. Ist es wichtig, mir die Namen von den Arena-Trainern zu merken? Ja, wenn ich Mitglied, also wenn ich der Ersatz für Capella werden will, die sucht ja, macht ja ein Casting nach neuen Anwärtern für ihren Job, dann sollte ich das schon irgendwie, eine Frage richtig beantworten. Auch zu den Personen in der Arena. Aber gut. Das will ich ja nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht so direkt mein Ziel. Direkt meine Herausforderung. Ich glaube auch schon wieder Bullshit. Na komm. Los, das kriegst du hin. Na komm, Becky. Raffinesse, wenn ich das richtig gelesen habe. Nein, Becky. Besiegt. Die wollen wir doch entwickeln. Jetzt Typ Stahl. Also Kramer, Typ Stahl, wenn es sich weiterentwickelt. Das wollen wir doch sehen. So, dann nehme ich doch das Mannbeleber. Lass er weiterkämpfen. So, Psychokinese. Ach, kannst du doch was. Kannst nicht nur defensiv in der Attacken einsetzen. Nein, Übertrank muss es noch nicht. So, Supertrank. Das müsste erstmal reichen. Und wieder Hall. Wie viele Trainer da wohl noch kommen? Wie viele Arena-Trainer? Für gewöhnlich sind es 3 oder 4. Ich hoffe nicht mehr allzu viele. So viele will ich jetzt hier nicht bekämpfen müssen. Ich will jetzt bald zur Arena-Leiterin kommen. Das ist hier vor allem meine Mission. Hat das Pokémon verfehlt. Oha, ja gut. Hätte ich beim ersten Mal auch sehen können. Jo, Pokémon wechseln. Dann nehmen wir noch Becky. Becky ab in den Kampf. Du kannst nur kämpfen. Ist kalt. Na komm. Mach dich alle. So, für die EP. Für das neue Level. Für die Entwicklung. Ich hoffe, die gleich kommt. Mit dem neuen Level. Na komm, mit Level 37. Ja, ich glaube nicht dran. Ich bin mit Level 38. Aufmerksamkeit und Vorsicht sind das A oder O des Überlebens. Du mit 6528 Pokémon-Dollar gehst du gleich aus dem Kampf gegen die zweite Arena-Trainerin hervor. Jo, hab keine Angst davor, auch mal Fehler zu machen, als den Blick nach vorne gerichtet. Da kommt die dritte Trainerin. Jo, das braucht wohl noch ein Level oder zwei, um meine Kramor-Entwicklung zu bekommen. Jetzt bin ich an der Reihe. Mal sehen, ob du das Potenzial hast, Papellas Nachfolger zu werden. Hat mich da irgendjemand gefragt, ob ich an diesem Casting teilnehmen will? Ursel von dich heraus. Jo, den Namen kann ich mir merken. Pilzbub. Alles klar.
Jo, wir brauchen Level für Blacky. Ich will endlich diese Entwicklung sehen. Ich will es einfach. Dann schon im letzten Part schon. Was esse ich morgens zum Frühstück? Ja, komm, diese Frage ist ziemlich unfair. Aber ich vermute mal, Omelette, wenn du schon so eine vielen Typin bist. Genau, ich habe eine Schwäche für Omelette mit Käse. Mit Käse? Okay. Das ist besonders. Aber gut. Jo, das hat's gebracht. Oha, halt durch, Blacky. Na komm, Bohrschnabel. Mach's alle. Und noch ein zweites Pokémon. Ich vermute es stark. So, Gardevoir. Alles klar. Mir hat ja hier noch gefehlt. Na komm, Bohrschnabel. Magieflamme. Ach du Schande. Mich hat's durchgehalten. Na komm, Bohrschnabel. Jetzt zweiter Angriff. Ja, gut. Ich gebe mal hier mal kurz einen Hypertrank, was nötig. Na komm, mit dir will ich kämpfen, mit dir will ich hier den Kampf bestreiten. Na komm, du kriegst das hin. Ja, okay. Vielleicht mal zur Abwechslung Flücker einsetzen. Die andere Attacke ist schon ziemlich geschwächt. Die AP sind schon weg. Na komm, Flücker. Flück das Gardevoir aus dem Boden raus. Das ist gar keine Pflanze. Doch, ist schon irgendwie, aber eher für die Psycho. Jetzt auch irgendwie mit Feuer, wie ich sehe. Na komm, Pixar, wir probieren alles auf. Wir probieren alles aus. Eigentlich Pixar, nicht das Studio. Nicht das Filmstudio, sondern Pixar. Na komm, Bauchschnabel. Oh, das hat es dann ausgehalten. Und ich setze nochmal ein Kopfkratz. Halt's durch. Na komm, einmal noch. Mach's alle. Jau. Ja, da lege ich gerade vor, aber siegt. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber ich spreche das jetzt so aus. Donnerblitz. Ja, Pikachu Donnerblitz. Offenlegung, kannst du vergessen. 1, 2 und Schwupp. Pikachu hat Offenlegung vergessen. Donnerblitz erlernt. Ursel besiegt. Ich spiele die Rolle einer starken Trainers. Denn im Leben gewinnt der seine Rolle gut spielt. Und mit 6720 Pokémon da. Gehst du direkt aus dem Kampf gegen Ursel hervor. Die Arena-Mission für die Vorstellungsgespräche zu verwenden, ist etwas speziell, ich weiß. Aber naja, Papenna ist schließlich auch ein etwas speziell. Und jetzt gleich der nächste, Nummer 4. Nein. Das war's. Habe ich bestanden. Und dann werde ich rausgeschmissen. Werde ich nicht angenommen. Mit einem Zettel. Das sind die Bewertungsbögen für die Arena-Mission. Delion nicht bestanden. Richtige Antwort 1. Selten habe ich so ein Talent für Pokémon-Kämpfe gesehen. Aber es ist schwer einzuschätzen. Können wir weiter scrollen? Sanya. Nicht bestanden. Richtige Antwort 3. Also ähnlich war es bei mir auch. Ausgezeichnete Darbietung. Aber sie gibt schnell auf. Nun ja, es ist sicher nicht leicht, die Enkelin der berühmten Magnolika zu sein. Nochmal Bewertung. Nordelion und Sanya. Eine steht da demnächst wohl auch drauf. Herzlichen Glückwunsch, du bist die Arena, du hast die Arena-Mission bestanden. Sei vielen Dank zu stottern. Ich bin schon gespannt, ob du es auch schaffst, die Arena-Hinterin zu überzeugen. Möchtest du sie jetzt im Kampf herausfordern? Ich würde gerne erstmal mein Team heilen. Verstehe, du willst dir erst sicher gehen und dich vorher vorbereiten. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ja, hat hier nur ein Blacky gekämpft. Die kriegt noch hier ein bisschen Aufputschung. So.
Alles klar. Kurz mal speichern. Jo, da kommt jetzt unser fünfter Orden dazu. Fünfter, wenn ich richtig sehe. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Der fünfte müsste das jetzt sein. So. Einen weiteren herausfordern. In Ordnung, dann hier entlang, bitte. Ich drücke die Daumen. Vielen Arena, Netton. Au, da sind wir im Stadion. Let's go. Ja, vielen Arena, Leiterkampf. Sie steht schon bereit. Sie kommt nicht angelaufen. Hat sich schon parat gestellt. Ja. Ich bin ready. Auf geht's. Feine Vorstellung mag es etwas zu spät sein, aber so sind eben die Gepflogenheiten. Ich bin Papella, die hiesige Arena-Netterin. Dank meiner Quizfragen habe ich während der Arena-Mission einen recht guten Eindruck von dir bekommen. Aber die größte Prüfung in Arena hast du noch nicht bestanden. Zeig mir im Kampf, ob du weißt, wie man mit seinen Pokémon richtig umgeht. Okay. Fünfter Arena-Kampf schon. Der fünfte. Besiegen wir eine alte Dame. Ja, gut. Eine Arena lädt ein paar Penner fordert dich heraus. Jo. Penner sitzt Mokmok ein. Oh, Ganas Mokmok. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Das ist ein GC. Ich glaub's ja fast nicht. Okay. Bohrschnabel. Versuchen wir es mal. Ja gut, da gibt es effektiveres, da habe ich schon effektiveres gesehen. Oha. Senator dabei. Frage. Sag mal, kennst du meinen Spitznamen? Hexe Zauberin. Richtig, Glückwunsch. Aha, das zählt jetzt also auch noch mit. Aha. Oder nicht. Zupflücker. Na komm. Erledigen wir ihn am besten, bevor er uns erledigt. Das Mokmok ist ein Weibchen. Na komm. Wie viele Pokémon hast du denn eigentlich? Wie oft müssen wir Blicky heilen? Das ist hier die Frage. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich nicht nur mit Blicky kämpfen. So, ich versuch's mal mit Morty. Vielleicht kann der auch was leisten. Das ist jetzt natürlich schade für die KP, für die Erfahrungspunkte, für die EP. Hier, guck mal, hat okay. Ein Beleber. Auf Blacky. Na komm. Zumindest die Erfahrungspunkte abgreifen. Oha. Monif, der braucht auch seine Erfahrungspunkte. Und wir können jetzt nicht sterben lassen, so einfach. Oha, die Vergiftung. Schlimm. Frage. Was ist meine Lieblingsfarbe? Wahrscheinlich pink. Da suche ich zwar einen anderen, aber nein. Okay, ist wohl falsch. Violett war es wohl. Wie wär's denn mit Feuersäulen? Bringt das was? Ja, das bringt zumindest. Das ist besiegt, ist das erste Pokémon. Da waren es nur drei. Oh je, ne Level für alle. Fast alle. So, Togekiss. Ich bin vergiftet. Oh, das ist doch die weiteren Wege von Togepi. Wenn mich alles irrt. Doppelkick, na komm. Greif als erster an. Nicht? Liebeskuss. Das klingt so ähnlich wie ein Pokémon, was es auch gibt. Ein Liebeskuss. Blacky muss noch geheilt werden. Ja, vielleicht können wir es auch so einsetzen. Vielleicht hält es ja eine Runde aus. Ich kann mal ein bisschen angreifen. Ich kratze mich immer ein bisschen am Kopf. Kopfkratz. Ich weiß jetzt nicht, ob das effektiv ist, aber wir versuchen es mal. Sind das schon Stahlattacken? Was sind das? Flugattacken? Ich glaube, das sind Flugattacken. Oha, Blacky hält es nicht aus. Ja, Prof, vielleicht versuchen wir es mit Prof.
Oh je. Festgrad, man kann es ja mal versuchen. Liebeskuss. Nicht Liebeskuss, sondern Liebeskuss. Nicht das Pokémon, sondern die Attacke. Oh, das haut rein. Als Durchbruch. Na komm. Frage. Nun denn, wie alt bin ich? Ja, das fragt man doch nicht. 16 natürlich. Das ist eine junge Dame. Das ist eine tolle Antwort. Aha. Ich bin hier mal ganz höflich. Festgrab. So. Es gibt zumindest für die anderen Pokémon Erfahrungspunkte. Nee, und für Rufus ein neues Level. Schallwelle. Okay, zeig mal her, was das kann. Okay. Ja. Da vergiss noch Gesang. Das ist vielleicht leichtmütig von mir, aber ja. So, die Hälfte haben wir schon. Die andere Hälfte kriegen wir auch noch hin. Flugkiefer. Ja, das kommt mir doch bekannt vor, das Pokémon. Na komm. Bedroher vom Flugkiefer wirkt. Jo. Na komm. Felsgrab. Machen wir's alle. Mir fällt gerade auf. Das ist, ich habe das Meme, glaube ich, immer noch nicht eingeblendet. Habe ich mal in einem anderen Part, in einer anderen Arena-Leiter-Sache, in einem anderen Arena-Part schon erwähnt. Da gibt es doch diese wunderschöne Meme. In der Gala-Region, Leute, die neben dem Stadion wohnen. Wo denn wir? Memes lassen sich sehr schlecht erklären. Ich hoffe, ich habe es mal in diesem Part eingeblendet. Mir fällt mir nicht gerade auf, so müssen sich meine Nachbarn jetzt fühlen. Tut mir leid, meine Nachbarn. Sorry. Ich nehme ja jetzt hier. Muss jetzt schon mittlerweile um 1 sein. Langsam. Um 1 rum muss es jetzt schon sein. Wenn nicht so schon später. Sorry, Leute, sorry. Das ist jetzt hier ein bisschen Arena-Feeling angesagt. Ich nehme das jetzt ja alles noch in einem Zug auf. Das ist jetzt hier, ja. Ich weiß, dass jetzt schon der nächste Part sein sollte. Hokusan wird jetzt eingesetzt. Oha. Da sehen wir wohl wahrscheinlich gleich die Mega-Sache. Oh, jetzt habe ich das nicht vorgelesen. Dynamaxing. Hokusan. Das kann man sich auch irgendwo fangen. Ich habe gehört, da gibt es auch verschiedene, also wenn man die Vorentwicklung sich fängt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu drehen. Genau das meine ich. Genau das meint das nie, dieses Dinge. Das Dynamaxing. Und dann ist Dynamaxing. Ich hoffe, ich habe das nie, jetzt mal, ich habe jetzt so lange über das nie geredet, dass mir das bis zum, dass mir das nachher raussuchen kann und das dann einblenden kann hier. Ja, Hokusan. Die Gigatorte. Ja, spielen wir es weg. Ich fehlt es an Pink, wie ein Geschenk von uns. Giga Lichtblick. Und es wird Pink drauf besiegt, was zu erwarten war. WZWE. Nee. WZ, was zu erwarten war. WZEW. So ist die Abkürzung. Kenny, du musst jetzt mal Strohpuppe als Strohmann hier herhalten. Ich weiß jetzt nicht, ob Elektro irgendwas bringt gegen Hokusan, aber ich brauche jetzt mal einen Supertrank auf Blacky. Ist immerhin Level 38. Schon. Level 38 Blacky. Oha. Ja, damit können wir zumindest den Superangriff von Hokusan verhindern. Ja, schicken wir nie mehr noch ein. Ja, vergönnen wir hier vielleicht ein bisschen Team Pokémon Energie.
Oh, das ist alles effektiv. Versuchen wir es mal. Liga Lichtblick. Halt durch. Au, es hat durchgehalten. Sehr gut. Passmixer. Ja, das war effektiv. Alles klar. Ein Blick ist hier unser Mann. Unsere Frau. Blicky, na komm. Geht doch effektive Attacken. Na komm. Das muss doch gehen. Attacke. Heute ohne Giga Dynamaxing oder was? Wir können es auch mal mit Giga Dynamaxing versuchen. Und dann Dynalyse. Und das, was er jetzt hier bringt, weiß ich nicht, aber ja gut. Dynamaxing. Vielleicht noch ein letztes Mal diese Form und Dynamaxing zu sehen. Und wenn es sich dann entwickelt, sieht die Dynamaxing-Form anders aus. Kramo Dynamax müssten wir auch mal sehen. Jo, das sieht doch schon ordentlich aus. Noch ein zweites Mal ein Swatch. Müssen wir noch aushalten. Na komm, Säurepanzer. Das würde nicht viel helfen. Jo. Ja. Die Menge sinkt. Ja. Okay, das andere war ein besserer Volltreffer. Das war wahrscheinlich Volltreffer. Deshalb Bitterkuss. Weg verfehlt. Das andere deiner Düse sind alles dieselben Attacken. Jo. Und besiegt. Ein bisschen unfair. Nicht deiner Maxing, aber jo. Haben wir. Der fünfte Arena-Ohren ist unser. Das haben wir geschafft. Papenna wurde besiegt. Haben wir eine alte Frau besiegt. Euch fehlt es zwar an Pink, aber du und deine Pokémon gebt ein gutes Team ab. Du gewinnst 12.160 Pokémon und dann geht's sich rein. Das ist der Kampf gegen Papenna. Die fünfte Arena hinteran hervor. Oha, da haben wir doch das heiß Ersehnte noch in diesem Part. Oder an dieser Aufnahme. Na nun, Blacky entwickelt sich. Blick von Steinblick, der hat sich zu einem Kramo entwickelt. Wundervollski. Sowas will ich doch sehen. So, der Pokédex-Eintrag. Flugstahl. Das hätten wir jetzt bauen können in diesem Kampf. Niemand wagt es, ihm den Himmel über Galar streitig zu machen. Sein schwarz glänzendes, stählernes, äußeres Schicht hat jeden Gegner ein. Jo, so sieht's aus. Das sieht mal richtig episch aus. Das wollte ich schon immer in meinem Team haben. Deshalb habe ich auch... Hieß das Maike oder... Maike. Das Pokémon, was wir auf Route 1 gefahren haben. In dem Wissen habe ich das mit reingenommen. So, Überheblichkeit können wir vergessen. Ein Stahlflieger erlernt. 1, 2 und Schub. Stahlflieger erlernt. Kramo ist unser. Oh, gleich noch eine Entwicklung. Ah, das ist doch jetzt hier. Super duper. Zwei Entwicklungen hier auf einmal. Mein Startup-Mon. Endentwicklung. Glückwunsch, dein Mordef hat sich zu einem Liberlo entwickelt. Na super. Es jongliert kleine Steine mit den Füßen und erschafft daraus einen Flammenfußball. Seine Gegner verbrennt es mit scharfen Schüssen. Ach das. Ja gut. Feuerball. Na super. Unbedingt. Feuerball brauchen wir unbedingt. Kopfnuss. Vergessen. 1, 2 und Schub. Feuerball erlernt. Ja, das sieht's dann. Das müssen wir mal ausprobieren. Im nächsten Kampf. Das sieht episch aus. Feuerball bei diesem Pokémon. So, jetzt hole ich mir noch einen Orden ab. Dann gehen wir mit zwei frisch entwickelten Pokémon in die nächste Abenteuersequenz. In die nächsten Abenteuersachen. Das war nicht übel. Aber leider bist du nicht ganz so das, wonach ich suche.
Sei nicht enttäuscht, Kännchen. Meine Vorstellungen sind da etwas speziell. Mein siebter Sinn sagt mir, dass mein Nachfolger woanders auf mich wartet. Ich weiß vielleicht auch schon wo. In dieser Hinsicht warst du zwar nicht erfolgreich, aber den Fehlohren hast du gewiss verdient. Ja, ich wollte auch jetzt nicht unbedingt der Nachfolger von ihr werden. Jo, den damaligen, den fünften Arena-Ohren. Sehr gut, das sammelt sich. Langsam ist es voll. Das haben wir unsere Niger-Ohren voll und können zur Niger. Das ist doch schon, das nimmt schon langsam Gestalt an. Du kannst jetzt alle Pokémon bis einschließlich Level 45 fangen. Und hier hast du noch eine spezielle TM, setz sie ein. Liebeskuss. Ja, danke. Zu guter Letzt bringe ich noch etwas mehr Pink in dein Leben, und zwar mit dieser Uniform. Tu mir den Gefallen, probiere sie einmal an. Feenuniform erhalten. Ich würde es sehr gern, mir hat aber noch niemand gesagt, wie man die anziehen kann. Es ist kein Geheimnis, dass ich es genieße, junge Leute wie dich in die Mangel zu nehmen. Nur so profitierst du letztendlich von meinem Wissen. Doch wir Alten müssen auch wissen, wann es an der Zeit ist, der nächsten Generation die Bühne zu überlassen. Wenn das nur mehr Leute so sehen würden. Tja. Oh, wie ich sehe, hast du von Papella ein TM geschenkt bekommen. Sehr schön. Die nächste Arena-Stadion, zu dem du gehen solltest, befindet sich in Kirchester. Aha. Okay. Wie wir da hinkommen, schauen wir dann später mal nach. Ich beende diesen Part an dieser Stelle oder mache eine kleine Aufnahmepause. Schauen wir mal, was der Fall hier ist. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.